Als wir uns entschieden haben zum Bauer, war für uns beide gleich klar, dass wir ein Holzhaus möchten. Wir haben uns dann auf die Suche nach einem Architekten gemacht, der einerseits viel Erfahrung hat mit Holz, andererseits aber unsere Ansichten trifft, was Praktikabilität, Ästhetik und auch Nachhaltigkeit angeht. Über Empfehlungen sind wir dann zu Matthias gekommen. Ich kann mich erinnern, bei unserem ersten Treffen hat sich der Matthias sichtlich gefreut, dass wir mit dem Wunsch nach einem Holzhaus zu ihm kommen und er uns nicht erst vom Baustoff Holz überzeugen muss. Die Zusammenarbeit mit Matthias war von Anfang an super. Von den ersten Treffen über die Planung und Ausführung sind wir immer professionell beraten worden. Durch sein Netzwerk sind wir auch mit dem Generalunternehmen Baukultur sowie mit dem Holzbauer Werner Flatz zusammengekommen. Alle Gewerke haben das Projekt perfekt ausgeführt und über Qualität haben wir uns keine Gedanken machen müssen. Unmittelbar neben dem Grundstück befindet sich das Elternhaus der Bauherrin, ein Gebäude von Roland Kneiger aus den 80er Jahren von besonders hoher Wohnqualität. Wir haben uns das sehr genau angeschaut und haben Zitate davon auch in diesem Projekt verwertet. Es gibt zwei Baukörper mit Satteldach, die versetzt zueinander stehen und so entstehen automatisch zwei Außenbereiche, ein Ankunftshof und ein zentral gelegener Außenraum, der in der Mitte der umliegend wohnenden Verwandtschaft ein Zentrum bilden kann, um sich zu treffen, um miteinander zu leben. Es sind 4 Generationen mittlerweile hier vertreten. Gleichzeitig braucht es natürlich auch Privatheit. Südseitig haben wir einen eigenen Außensitzplatz, wo man dann für sich sein kann, wo man auch wirklich sich distanzieren kann. Bei der ersten Anfrage und bei der Durchsicht von diesen Plänen habe ich mir gleich gedacht, das Häuschen will ich unbedingt machen. Wir haben dann auch in weiterer Folge den Auftrag gekriegt und haben dann den Holzbau in Holzrahmenbauweise umgesetzt. Für das Haus haben wir das Holz für ca. 65 Böhmen verbaut. Aus diesem Aussage hat sich ergeben, dass wir gegenüber anderen mineralischen Baustoffen ca. 50% an CO2 einsperren. Somit ist Johannes und Christians Haus nicht nur wertig, sondern ökologisch auch eine runde Sache. Denn Bauen mit Holz tritt aktiv dem Klimaschutz bei.